Servus, liebe Freunde der gepflegten War-Thunder-Unterhaltung. Ich bin Raibun, herzlich willkommen zum Dev-Server, quasi Zusammenfassungsvideo für die Ground Forces, also für die Bodenfahrzeuge. Leider konnte ich das Ganze nicht streamen, weil mir meine Streaming-Software einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und es hat auch an der einen oder anderen Stelle auch nicht so wirklich auf dem Dev-Server funktioniert. Beschusstests konnten Implied und ich leider auch nicht machen, weil die neuen Panzer teilweise irgendwie nicht, ja, in eigenen Schlachten irgendwie Probleme mit den Besatzungen hatten. Es war irgendwie ganz komisch. Trotzdem möchte ich hier ganz kurz nochmal die neuen Fahrzeuge, die kommen, nochmal vorstellen und auch dazu meinen Senf abgeben. Ihr seht hier im Hintergrund schon den japanischen Typ 90, der ein bisschen kleiner ist als der Leopard 2A4, der auch schon vorgestellt wurde. Zum Leopard 2A4 komme ich als letztes und werde dann auch nochmal auf den Typ 90 eingehen. Wir fangen jetzt erstmal bei den Briten an. Da haben wir hier einmal, den setze ich jetzt mal hier einfach hier drauf. Ach Gottchen, es kann einfach nicht sein, dass man hier nicht... Okay, das ist einer der, in Anführungszeichen, Bugs gewesen, die wir jetzt hier hatten. Also machen wir es anders. Ich zeige euch das mal hier in der Individualisierung. Das ist der normale Conqueror und es gibt jetzt hier eine neue Modifikation, und zwar die Super Conqueror Modifikation, die hier an dieser Stelle quasi aufgebrachte Panzerplatten sind. Die können wir jetzt hier leider auch nicht ausbauen, egal. Auf jeden Fall wisst ihr ja, wie der Super Conqueror aussieht, und das hier sind halt eben einfach aufgebrachte Panzerplatten, die er hier da am Turm hat und hier vorne. Das ist allerdings nur gewalzter Panzerstahl, 20 mm, beziehungsweise hier unten sind es 15 mm, ein bisschen angewinkelt. Also ich glaube, das wird nicht sehr viel Schutz bieten. Und dann haben wir den Centurion Mark V AVRE. Mal gucken, können wir den auf eine Besatzung draufsetzen? Ja, den können wir wenigstens auf eine Besatzung draufsetzen. So, der hier auch sehr, sehr lässig, finde ich, aussieht. Da gehen wir mal gerade ganz kurz aufs Testgelände, beziehungsweise wir machen es nochmal anders. Ja, dadurch, dass der ja ein Premium-Fahrzeug ist. So, der hat ja diese riesengroße, starke, mega krasse Hash-Granate mit den 16 Kilogramm TNT drin. Ja, so. Da steht's. Nee, Quatsch, sogar Geschossmasse 31 Kilogramm und hier 15,87 Kilogramm Sprengstoffmasse. Ja, er wirkt ein bisschen schwerfällig. Und, oh Gott, ihr seht schon auch, wie langsam die Granate fliegt. Wir haben hier 259 Meter pro Sekunde. Das heißt, es macht hier sehr viel Sinn, den Entfernungsmesser dann zu verwenden. So, mal gucken. Okay, gleich erstmal dahinter geschossen. Also ein bisschen tiefer. Aber ihr seht schon, das Ding sieht einfach nur brachial aus. Dauert ein bisschen, bis die Granate nachgeladen ist. Aber das ist auch bei der Geschossmasse kein Wunder. Oh, schön. So, jetzt gucken wir mal, was die Granate mit dem IT-1 anstellt. Okay, sie ist da drunter detoniert. Okay, da seht ihr jetzt also, was 16 Kilogramm TNT mit einem Panzer von unten anrichten. So, dann springe ich nochmal ganz schnell für euch auf den neuen Flak-Panzer der Briten, der tatsächlich wirklich, seid's mir nicht böse, aber richtig hässlich ist. Mal gucken, ob wir den hier draufsetzen können. Ja, das geht jetzt ausnahmsweise. So, schaut ihn euch an. Der Chieftain auf dem Chassis des Chieftain Mark V, wenn mich nicht alles täuscht.
Und ja, die Flak-Dinger hier vorne, also der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Schweinchen, dem sie die Nase auseinandergezogen haben. Das hier soweit dann also bei den Briten. Es fehlt tatsächlich der Challenger Mark III, also der angeblich geleakt wurde. Vielleicht kommt er noch, wer weiß. Was momentan auch noch fehlt, wenn sich der ein oder andere von euch fragt, sind die Schiffe. Die werden wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt dann noch hier reinkommen. Dann switchen wir mal eben gerade zu den Russen. Wir haben bei den Russen dieses Fahrzeug hier neu, den T-62 M1. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Panzer irgendwann schon mal irgendwie angekündigt wurde, beziehungsweise ob im Vorfeld schon mal drüber gesprochen wurde. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe mal in einem Leak was darüber gelesen, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ich kann mich irren. Das kann ja vielleicht mal der ein oder andere unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, Kampfeinstufung 9.0, 14,6 Sekunden Reload. Dann der hier natürlich auch neu, der T64BV, also mit der Reaktivpanzerung hier dran. Sieht tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Der sah im ganzen ja, Deathblock tatsächlich hässlicher aus, als er jetzt eigentlich ist. Und ja, geht eigentlich. Geht eigentlich. Ist aber gegen Dartmunition natürlich tatsächlich eher nutzlos, das Ganze. Dann haben wir bei den russischen Bodenfahrzeugen sonst jetzt nichts mehr Neues. Das waren jetzt die beiden neuen Sachen, also T64BV und T62 M1. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ist, ja, denke ich, für den High-Tier-Bereich vollkommen in Ordnung. 9.3 und 9.0. Das wird auf jeden Fall für die Fans der russischen Panzer ein schönes Deck werden. So, was haben wir hier bei den Amerikanern? Seht ihr hier, war ja noch angekündigt, der XM803, der ist zum MBT-70 gesteckt worden. Das heißt also, ihr braucht den, ihr braucht, gut, ihr müsst, um zum M1 Abrams zu kommen, müsst ihr hier sowieso nicht weiter forschen, weil hier halt eben auch der Forschungspfeil fehlt. Aber wir gucken ihn uns trotzdem einfach mal an. Hier, er sieht eigentlich fast genauso aus wie der MBT-70. Wir packen ihn mal hier neben den MBT-70, dann können wir da gleich ein bisschen besser vergleichen. So, wir haben hier also den XM803, das Nachfolgemodell des MBT-70. Und hier sehen wir auch schon, ja, an der Wanne hat sich ein bisschen was getan. Ja, wir haben hier die Kettenblenden. Wir haben aber trotzdem immer noch das gleiche Geschütz. Der Turm an sich ist ein bisschen schmaler geworden. Das seht ihr hier auch an der Seite. Ja, also die Turmform hat sich ein klitzekleines bisschen verändert. Ansonsten, ja, ist der Panzer eigentlich fast gleich geblieben. Das MG ist auf die andere Seite hier gewandert. Die Zielvorrichtung oben, die Optik ist nicht mehr da. Die ist jetzt hier vorne drin. Da würde mich dann tatsächlich mal interessieren, ob es diesen Bug immer noch gibt, wenn man da eine Rakete reinhaut, dass es den ganzen Panzer unterhalb einfach auseinanderreißt. Gut, ob man den XM803 braucht, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Dann bekommen wir ja noch den XM1 von General Motors. Also quasi den, ja, den M1 Abrams Vorgänger, Prototypen, ja, ist halt eben einfach der Vorgänger vom M1 Abrams. Kann man sich im Shop nach wie vor vorbestellen. Sieht jetzt tatsächlich auch im Spiel ein bisschen besser aus als im Deathblock. Schauen wir mal, was er kann. Ja. Ah, seht ihr, er hat nur APDS-Munition, Hash und Heat FS mit maximal 400 mm. Die APDS hat sogar nur 258 mm. Ja, ist halt das 105 mm M68-Geschütz, was wir auch schon natürlich aus dem
M60 kennen. Und auch aus den anderen Panzern. Stinknormaler Stabi. Knapp 50 Stundenkilometer ist er schnell. Ja. Ist jetzt, sage ich jetzt mal, Premium-Panzer auf, wenn ich jetzt das gerade richtig gesehen habe, auf 9-0. Der, wo sich die Frage stellt, ob das tatsächlich so Sinn macht. Aber nach wie vor nur Rang 5 und nicht Rang 6. Also Gaijin ist immer noch nicht dazu übergegangen, Premium-Fahrzeuge von Rang 5 auf Rang 6 zu schieben. Schauen wir mal, was da tatsächlich dann noch draus wird. Dann haben wir bei den Italienern leider nichts. Bei den Briten sind wir schon durch. Bei den Russen sind wir durch. Die Franzosen bekommen ja noch den, jetzt ganz neu, den AMX-40. Den werden wir uns jetzt hier einfach auch nochmal schnell anschauen. Der AMX-40, was ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die, ja, die Export-Variante des AMX-30 sein sollte, die aber nicht wirklich gut angekommen ist. Wir ziehen mal hier jetzt mal gerade alle Modifikationen durch, damit wir damit gleich mal auch aufs Testgelände gehen können. Wir haben hier APDS-FS-Munition mit 380 mm und eine Heat-FS mit 600 mm Pen. Da schauen wir dann mal, was das Ding auf dem Testgelände dann so kann. Was er für einen Zug drauf hat. Und wie das dann so abgeht. Ja, wir konnten leider, wie gesagt, keinen Beschusstest machen, weil das irgendwie mit den Besatzungen nicht so hingehauen hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen muss ich es jetzt dann leider so machen. So, dann gehen wir jetzt mit dem AMX-40 auch nochmal aufs Testgelände und schauen mal, was der so kann. Und dann kommen wir gleich zum, ja, wie ich finde, Knaller. So, der AMX-40, finde ich, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben wieder die altbekannte 20 mm. Ein Stabi. Gut, der Zoom ist eher ein Witz. 380 mm Pen auf der APDS-FS. Also der Zoom kann mal gar nichts. Da kann man getrost drauf verzichten. Ja, prallt sogar ab. Okay, dann schauen wir nochmal, was die Heat FS noch kann mit ihren 600 mm. Ja gut, die kann wenigstens ein bisschen Schaden anrichten. Ich fürchte ja, dass... wir halten mal kurz an. Ich fürchte ja, dass hier oben die Optik ein Weak Spot sein könnte. Dass wenn man da eine reinbekommt, donnert bekommt, es genau das gleiche ist wie beim MBT und KPZ-70, dass dann die Explosion nach unten abgelenkt wird. Ja, also... Aber ansonsten, kleiner, kompakter Panzer sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gut, und jetzt kommen wir dann mal zum Knaller und da werden wir jetzt mal die beiden Panzer miteinander vergleichen, so wie ich es am Anfang schon gesagt hatte. Wir kommen jetzt erstmal zu den Deutschen und zum Leopard 2A4. So. Ich habe mir das Ding vorher schon mal ein bisschen angeguckt. Der ein oder andere von euch wird es wahrscheinlich bei Impleet auf dem Stream auch schon mitbekommen haben. Vorher allerdings noch, es fällt mir gerade ein, Entschuldigung, das Sonder-Kfz 221. Schönes, kleines, süßes Ding. Hat aber leider Gottes nicht die Scouting-Funktion. Also, ihr habt auch nur APCR-Munition und keine Scouting-Funktion, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde. Hat zwei Mann Besatzung, ja, Fahrer und Kommandanten. Und ihr seht das hier. Der Kommandant steht hier
draußen. Das heißt, der ist nicht geschützt. Den kann man dann mit einem MG zerlegen. Und wenn der zerlegt ist, ist natürlich der Fahrer alleine und dann ist das Fahrzeug hinüber. Ja, also das ist tatsächlich nicht so cool, aber ich glaube, der wird trotzdem ganz lustig werden und ein kleines Trollfahrzeug auf 1.3 mit seiner 28-20 mm Kanone und 94 mm Durchschlag. Also das könnte schon ein schönes kleines Trollfahrzeug werden. So, dann kommen wir jetzt zum Leopard 2A4. Man kann natürlich nicht leugnen, dass dieser Panzer unfassbar schön aussieht. Also da hat sich Gaijin mit dem Modell mal wieder richtig, richtig viel Mühe gegeben. Obwohl mir schon einige Sachen aufgefallen sind. Da müssen wir hier in die Module rein. So, ihr müsst euch vorstellen, es gibt beim Ladeschützen hier auf dieser Seite gibt es auch noch ein MG, ja, das eigentlich hier rausguckt aus diesem Loch hier vorne. Ja, und es gibt auch noch natürlich das koaxiale MG, das ist hier auf dieser Seite hier angebracht. Beim Leopard 2A4 hier. Und wir haben hier eigentlich noch. Ja, das Turmzielfernrohr, das hier jetzt aber gerade gar nicht modelliert ist, weil das wird dann halt benutzt, wenn die Visiereinrichtung zerstört ist. Aber dieser ganze Block hier, das gehört alles zum Geschützverschluss, wie ihr das hier seht. Und das MG, das koaxiale MG, was hier eigentlich drin sein sollte. Das fehlt, beziehungsweise wird zum Geschützverschluss mit dazu gezählt, was ich tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Momentan ist es noch hier bei der Panzerung so, dass wir hier gegen Wuchtgeschosse 360 mm und gegen Hohlladungsmunition auf dieser Seite 600 mm Schutz haben. Und auf dieser Seite 390 mm und 650 mm. Hier vorne sind es 360 mm und 600 mm. Hier unten 200 mm bzw. 260 mm. Ob das tatsächlich so dann am Ende ins Spiel kommt, ist tatsächlich die Frage, weil hier glaube ich noch ein bisschen was fehlt. Wenn der Panzer allerdings mit den Panzerungswerten so ins Spiel kommt, dann fühle ich mich persönlich von Gaijin tatsächlich verarscht, weil ich hatte euch ja im Ankündigungsvideo, im Dev-Blog-Video dazu gesagt, wie die Panzerungswerte da aussehen beim Leopard 2A4. Die kann man sich auch im Internet unter anderem bei Wikipedia anschauen, aber auch bei anderen Quellen findet man das. So, wir haben hier hinten den Moon Bunker, der, von dem ich momentan noch nicht weiß, der wird zwar hier, wird der zwar angezeigt, aber in-game auf dem Testgelände nicht. Das heißt, wenn wir Pech haben und uns hier eine Granate durchfliegt, kann es sein, dass der Moon Bunker tatsächlich explodiert und den Panzer auseinanderreißt. Allerdings kann es natürlich auch passieren, dass dieser gewalzte Panzerstahl hier, der zwar in-game nicht angezeigt wird, wenn ihr euch die X-Ray-Ansicht anguckt, sondern dass dann trotzdem die Munition nach oben hin abgeleitet wird, weil ihr seht ja hier diese Sollbruchstellen. Ich hoffe, das funktioniert im Spiel so, wie es dann auch sein soll. Das größte Manko hat der Panzer tatsächlich bei der Modifikation, nämlich bei der Munition. Der Leopard 2A4 kommt im Spiel mit der DM13, also der APDS-FS daher, die 414 mm Pen hat. Und das ist ein Witz. Und wir haben noch die Heat-FS mit 650 mm Pen. Jetzt ist es so, viele von euch wissen ja, ich bin auf dem Leopard 2A4 gefahren und wir hatten auch nur in Anführungszeichen zwei Munitionsarten. Die KE, also kinetische Energie, das ist nichts anderes als eine APDS-FS, ne? Ein Dartpfeil und eine sogenannte MZ, eine Mehrzweckgranate, was unter anderem eine Heatgranate gewesen ist. Allerdings ist das, glaube ich, eine Tandem-Heatgranate gewesen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich müsste nochmal nachschauen, aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Die tatsächlich ja eben halt auch gegen leichter gepanzerte Ziele eingesetzt wurde, quasi als Ersatz für die HE, also für die High Explosive. Da hat man dann halt eben diese MZ, diese Mehrzweck genommen. Deswegen hieß sie auch Mehrzweck. Die ist allerdings
meines Erachtens nach nicht zu vergleichen mit der Heat FS, die wir hier haben, mit der DM12. Es ist zwar schön, dass wir sie haben mit 650 mm Pen, aber es entspricht eigentlich nicht dem, was der Panzer wirklich hatte. Und die DM13 ist eigentlich auch ein Witz. Die hatte auch oder hat auch wesentlich mehr Pen als das, was wir hier haben. Also er ist in der Munition schon mal beschnitten. Außerdem, und das muss ich euch jetzt auf dem Testgelände zeigen, ist er auch in seiner Motorleistung beschnitten. Das zeige ich euch gleich, wenn wir dann jetzt hier auf dem Testgelände drauf sind. So, dann geben wir jetzt mal Gas. 25, 36, 31. Und jetzt wird es schon langsamer. 40, 45, 50. 51, 52, 50. So, und das war's. 7 Gänge, 50 Stundenkilometer und das, obwohl dieser Panzer locker 70 Stundenkilometer schafft. Ich bin damals in einem Leopard 2 A4 gefahren, der locker seine 70 Stundenkilometer im Gelände gemacht hat und wir eiern hier mit 50 Stundenkilometern rum. Also die Motorleistung entspricht überhaupt nicht dem, was man hier eigentlich hätte bekommen sollen oder was man eigentlich bekommen sollte. 31 Stundenkilometer rückwärts, das ist okay. Allerdings schafft der Leo 2 A4 in Wirklichkeit auch ein bisschen mehr. Aber gut, damit müssen wir jetzt hier leben. Also es ist nicht der Leopard 2 A4, den ich kenne. Jetzt werden natürlich wieder einige sagen, ja, aber das ist doch auch nur ein Spiel, das muss ja irgendwie in Balance bleiben. Ja, dann sollte ich den Panzer aber nicht bringen, weil das ist jetzt einfach nur irgendein Panzer, der aussieht wie ein Leopard 2 A4. Bei den Panzerungswerten müssen wir nochmal gucken, ob die dann auch so drin bleiben oder nicht. Oder ob sich da tatsächlich nochmal was ändert. Da bin ich sehr gespannt. Um das jetzt nochmal zu vergleichen, wir haben ja diesen Panzer quasi eigentlich nochmal im Spiel, und zwar bei den Japanern, und das ist der hier, der Typ 90. Und da geht es tatsächlich schon los. Ja, ihr seht hier Höchstgeschwindigkeit 73 Stundenkilometer, hier steht Höchstgeschwindigkeit 72 Stundenkilometer, also das passt irgendwie hinten und vorne nicht. Und der Typ 90 ist, Moment, knapp 6 Tonnen leichter. Und schafft aber die 73 Stundenkilometer auch nicht, wenn er voll ausgebaut ist. Also hier auch von der Motorleistung her beschnitten. Was hier aber viel, viel krasser wiegt, und hier schauen wir uns die Panzerung auch nochmal an. Auch hier haben wir 360 und 600. Hier drüben sind es 360 und 600. Hier oben sind es 360 und 600. Und hier sind es 180 und 200. Und da unten klafft wieder so eine dicke Lücke. Wo tatsächlich der gravierendste Unterschied ist und wo ich jetzt tatsächlich auch sage, und das hat Implied auch gesagt und da hat er vollkommen recht, sage, das ist der bessere Leopard 2, ist der Typ 90. Warum? Ganz einfach. Wenn ihr euch die Munition anschaut, der Typ 90 hat die DM33, die eigentlich der Leopard 2 A4 auch haben sollte. Ja, also diese Granate könnte auch locker vom Leopard 2 A4 verschossen werden. Wir haben 530 mm Pen auf 100 Meter und dann noch die DM12 mit 650. Das ist genau das gleiche wie bei Leopard 2 A4. Aber der Typ 90 hat die DM33 mit 530 mm Pen, kostet 410 Silver Lions pro Schuss. Der Leopard 2 A4 hat die DM13, kostet auch 410 Silver Lions pro Schuss und hat über 100 mm oder knapp 115 mm weniger Pen als der Typ 90. Wir gehen mit dem Typ 90 auch nochmal gerade ganz kurz aufs Testgelände und ich ändere mal hier das aufs Referenzmodell. Vielleicht ändert sich da was, ich glaube es zwar nicht. Ich bin ihn vorhin auch testweise schon mal auf dem Testgelände gefahren, einfach um schon mal zu gucken. Und hier sehen wir jetzt auch 30, 31 und jetzt wird es gleich langsamer. 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48. So, jetzt werden wir gleich nochmal 52 Stundenkilometer schnell. 54, 55,
56, 54, 53, 54, 53. Also es switcht die ganze Zeit so hin und her. 54 ist hier das absolute Maximum. Und auch das ist knapp 20 Stundenkilometer unter der Angabe in der Statcard. Und da sage ich ganz ehrlich, Gaijin, das kann es nicht sein. Trotzdem muss ich sagen, ist dieser Panzer alleine nur von den Grundstats her schon mal jetzt der bessere Leopard. Er ist auch ein bisschen kleiner, bisschen nicht so bullig. Er fährt auch 33 Stundenkilometer rückwärts und nicht 2 und nicht 31, so wie der Leopard 2A4. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich eine Sache, wo ich sage, schade, da hoffe ich, dass sich tatsächlich da noch was ändert, weil wie gesagt, momentan ist der Typ 90 der bessere Leopard 2. Für mich ist es ein bisschen enttäuschend, obwohl ich mich trotzdem auf den Leopard 2A4 freue. Also da bitte nicht denken, dass ich das jetzt, ich will nicht sagen, dass ich das jetzt verfluche. Nein, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Aber es ist eben nicht der Leopard 2, den wir eigentlich meiner Meinung nach annähernd hätten kriegen sollen im Spiel. Ich sage jetzt nicht, dass dieser Panzer unbedingt so hart, unbedingt überkrass jetzt dargestellt werden muss. Aber trotzdem, alleine nur schon, dass er die 72 Stundenkilometer nicht schafft und wir hier tatsächlich eine Munition haben, die dem Geschütz und dem Leopard 2A4 überhaupt nicht gerecht wird, finde ich, ja, ist es wirklich, wirklich schade und ich hoffe, dass Gaijin da an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen dran dreht. Wie immer gilt, lasst mir gerne eure Meinung zu den neuen Fahrzeugen vom Dev-Server gerne unten in den Kommentaren. Lasst uns drüber diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe mal, dass es eventuell noch eine nächste Dev-Server-Session geben wird, weil Gaijin probiert auch auf dem Dev-Server gerade viel rum. Und wenn es nochmal eine gibt, dann hoffe ich, dass das auch alles dann entsprechend richtig funktioniert. Und auch gut funktioniert, dass wir dann eventuell vielleicht auch noch den ein oder anderen Beschusstest machen können. Gerne auch eine Bewertung fürs Video da lassen und dran denken, wenn ihr auf meinem Kanal nichts mehr an Sachen War Thunder verpassen wollt, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Raibun.